Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal der Camping Cowboys zu einem neuen Video des Kastenwagenausbaus. Und heute werden wir uns um die Verdunklung kümmern, um Rollos und Hängeschränke und Pipapo. Da soll ein Rollo hin, hier vorne soll ein Rollo hin, hier seitlich kommt ein Vorhang hin. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran, gleich geht's los. Für die Verdunklung habe ich mir Rollos besorgt, die sehen so aus in der Verpackung, machen auf den ersten Blick einen recht guten Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt vorne eins hin zum Führerhaus und hinten raus am Heck. Ich habe jetzt hier die Nummer schon mal auseinandergebaut, wie man hier auch sehen kann, die sind Alu beschichtet, also gar nicht schlecht. Und für einen minimalen Preis, 32 Euro eins, 1,20 breit und 1,75 hoch, was natürlich viel zu viel ist. Deswegen werde ich die Rollos erstmal kürzen. Man sieht schon, ich habe alles auseinandergebaut und derzeit muss ich sie nur noch abschneiden auf die richtige Länge. Also hinten brauche ich 1,15 Meter, da müssen 5 cm vom Rollo weg. Und vorne Richtung Führerhaus 1,05 Meter, da müssen 15 cm weg. Dann für die Seitentür habe ich mir hier eine Gardinenschiene besorgt aus dem Baumarkt, eine ganz normale. Und da kommt dann ein Verdunklungsvorhang hin. Da ziehe ich dann die komplette seitliche Tür, die Schiebetür, kann ich dann komplett verdunkeln. Aber erstmal die Rollos abschneiden. Und weiß ist natürlich hässlich, deswegen auch lackieren. Alles ist lackiert und während das hier in der Sonne trocknet, werde ich nach unten gehen und wir werden jetzt erstmal noch da, wo das Rollo drankommt, die Verschalung dran machen, damit das dann auch richtig hübsch aussieht. Hier ist die besagte Stelle am Fenster, also hier innen soll ja das Rollo rankommen und das ist die besagte Stelle, die stört mich ja schon lange. Das sieht einfach nur hässlich aus. Daher habe ich mir 7 cm breites Fichtenholz geholt, Stärke 0,8 cm, also 8 mm. Und das passt genau hier rein, weil hier in den Verschalung 18 mm, Außenverschalung 18 mm und zwischendrin die Unterkonstruktion 34 mm, macht nach Adam Riese 70 mm. Und da kommt jetzt dieses Brett drauf. Hässlich. Oh, ein bisschen streng. Hübsch. Ja, hässlich, schön. Und jetzt sieht das wirklich gut aus. Die verschraube ich jetzt einfach mit 25 mm Schnellschrauben. Das mache ich jetzt über die ganze Länge, mache ich noch 3-4 Schrauben rein und dann wird das wirklich hübsch. Zurück auf den Balkon und ganz ehrlich, ich bin über das Ergebnis sehr überrascht. Du, guck mal, guck mal, guck mal. Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Nachdem das jetzt wirklich nicht so schlecht geworden ist, spendiere ich dem schwarzen Anstrich
noch einen Firnis, und zwar ein paar Naturharze, dass das vielleicht wirklich gut wird. Jetzt ist die Kappe abgehauen. Sekunde. Ah ja. Aber ich bin wirklich begeistert. Es ist nicht schlecht geworden. Und jetzt bin ich eigentlich relativ guter Hoffnung, dass das hält. Sehr gut. Zurück im Camper und ich muss sagen, das Rollo, ich bin so ein kleines bisschen jetzt im Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Rollo hat keinerlei Befestigungsmöglichkeiten. Es muss geklebt werden. Ich auf Holz auch noch und ja, we will see. Das Einzige, was mir wirklich Hoffnung macht, ist, die Klebestreifen sind von 3M. 3M ist jetzt nicht die schlechteste Firma. Es kommt schon ein bisschen windig rüber, das Rollo, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings, wenn es seine Arbeit tut, why not? Ja? Dann ist es mir auch ziemlich egal. So, hier ist das Rollo, ich bin gespannt. Und rein theoretisch jetzt einfach nur dran packen. Schön mittig. Ja, gerade wäre auch nicht schlecht. Okay. Ja, und das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Ich bin gespannt. Nicht schlecht, Herr Specht. Ganz ehrlich. Also, wenn das jetzt dann auch noch hält, ja, dann bin ich eigentlich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn die Nummer noch hält. Scheint auch gerade zu sein. Okay, dann bin ich doch positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden durch die Lichtdurchlässigkeit werden wir gleich noch mal einen Test gleich durchführen. Da bin ich jetzt auch gespannt. Aber das machen wir gleich. Aber im ersten Moment jetzt für 32 Euro. Kann man nicht viel falsch machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kommen wir zum ersten Test. Also ihr seht schon, meine Arbeitslampe habe ich jetzt vorne reingeklemmt. Jetzt bin ich gespannt. Also ich möchte es schon dunkel haben im Bus. Und wenn das nicht funktioniert, brauche ich das andere gar nicht ein. Aber wir werden sehen. Alter Schwede. Alter Schwede, 32 Euro, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist doch ein gutes Produkt, würde ich sagen. Einmal noch. Hell. Dunkel. Super gut. Gut, ich habe schon gesehen. Hier unten, warte, ich mache noch mal kurz Licht. Ah, falsche Richtung. Ich mache noch mal kurz Licht. Hier unten läuft die Schiene raus und dann hängt die hier unten, hängt die dann hier rum. Also hier unten drunter muss da wirklich noch ein Brett. So ist es aber auch in der Anleitung, ist es auch so geplant, dass das unten dann halt auf, also die Schienen anstehen an dem Fensterbrett. Aber das finde ich gut. Und super einfach und super schnell und super günstig und einfach zu montieren. 32 Euro. Ich
bin echt begeistert. Also sehr empfehlenswert. Und das gleiche, was ich vorne gemacht habe, habe ich hier jetzt natürlich auch gemacht. Und zwar habe ich hinten das Rollo angebracht an meine eingebaute Rückwand. War ganz einfach, einfach dran kleben. Ich bin immer noch skeptisch. Ich hoffe, der Kleber hält. Und zweites Kettchen. Funktioniert halt echt einwandfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für 32 Euro, ich kann es immer nur wieder sagen, ist Top-Produkt, wirklich. Also ich bin echt begeistert. Das Letzte, was ich jetzt noch machen muss an den Rollos, ich wollte ja hier unten, damit das Rollo nicht rausfällt, wollte ich eigentlich eine komplette Leiste hinmachen. Das ist mir aber jetzt irgendwie zu doof und ich finde es auch nicht so hübsch, wenn da jetzt noch so eine komplette Leiste rüber geht. Deswegen habe ich mir hier einfach so kleine Holzklötzchen besorgt oder zurechtgeschnitten. Die sind jetzt schon geframed. Und dann mache ich jetzt einfach einen Tropfen Holzleim drauf. Zack. Die müssen ja gar nichts halten. Und das klebe ich jetzt einfach hier unten runter. So, dass es schön gerade ist. Jawohl. Einmal kurz drücken. Den Leim hinten rausmachen. Ah, nicht ganz mit Handschuhen. Jetzt wird auch noch ein bisschen durchsichtig der Leim. Und dann habe ich hier unten mein kleines Klötzchen dran. Und dann fällt mir das Rollo unten auch nicht mehr raus. Für die seitliche Verdunklung habe ich mir einfach eine Vorhangschiene aus dem Baumarkt besorgt. Die hat 1,50 Meter Länge, glaube ich, haben 10,99 Euro gekostet. Die habe ich ein bisschen zurechtgeschnitten, also auf 1,20, glaube ich. Und hier kommt dann später der Vorhang rein und der wird hier einfach zugezogen. Und dann ist hier auch dunkel. Aber den Vorhang zeige ich euch gleich noch. Befestigt wird das Ding einfach, hier an der Seite gibt es so Löcher, das ist eine Holzschiene, wird einfach mit 35 mm Schnellschraube, zack, und dann ist das Ding fest und dann habe ich hier eine Vorhangstange, Schiene. Die war natürlich nicht immer schwarz, die habe ich natürlich schwarz angesprüht. Ich bin immer noch relativ begeistert von dem Autolack, also hält wirklich gut, kann man nichts sagen. Der Vorhang, den habe ich jetzt von hinten schon eingefädelt. Ich habe den ein bisschen gekürzt in der Länge, aber nicht viel, ich glaube 10, 15 cm. Also der steht auch unten am Boden ein bisschen auf, aber so wird die Nummer halt ganz dunkel. Und wie man jetzt hier sehen kann, ich nehme einfach hier den Vorhang zur Verdunklung. Und dann ist die Nummer dunkel hier drin. Finde ich total klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist eine gute Lösung. Ich habe ewig lang überlegt, wie ich das mit der Tür machen soll. Ob ich in die Tür ein Rollo reinbauen soll oder sonstiges. Aber das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und wieder auf und fertig ist die Nummer. Ja? Das Coole ist bei diesen Vorhängen, gibt es noch so einen Raffhalter oder wie nennt man dieses Teil, keine Ahnung. Den werde ich jetzt noch anbringen. Dazu habe ich mir passend zum Camping Cowboy Look so schmiedeneiserne schwarze Haken gekauft. Da kommt hier jetzt dann hier an der Seite noch einer hin und dann kann man den Vorhang noch ein bisschen zurückraffen. Ist nicht nötig, ist aber so ein Deko-Ding, wo ich jetzt sage, gut, lasse ich mir eingehen. Und damit ist die Verdunklung fertig. Ich muss sagen, aufgrund meines Ausbaus ist es natürlich auch relativ einfach zu gestalten gewesen. Also ich habe hier hinten das Rollo reingemacht. Auf der Rückseite quasi hinter euch jetzt ist ja auch noch das Rollo an der Rückwand dran. Und hier habe ich meinen Vorhang. Das musste ich nirgendwo befestigen, also an der Karosserie oder sonst irgendwo.
am Auto, sondern ich habe das eigentlich am Innenausbau habe ich das befestigt. Und das ist das Schöne dran, wenn man kompletten Holzinnenausbau hat, man kann halt einfach alles an die Wände schrauben, was man irgendwie braucht. Jetzt zum Schluss sage ich noch was zu den Kosten. Also so ein Rollo, glaube ich, hat 32 Euro gekostet. Davon hatte ich zwei, also 64 Euro. Die Vorhangstange oder Vorhangschiene hat 11 Euro gekostet. Dann sind wir bei 75 Euro. Und der Vorhang, glaube ich, auch 25 Euro um den Dreh rum, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Natürlich werde ich euch sowohl die Rollos als auch den Vorhang werde ich euch noch unter dem Video verlinken. Und damit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Und natürlich wird es noch weitere Ausbauvideos geben. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. In dem Sinne, ich bin der Scarf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.